Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist der Alex, live aus der Fitness First auf der Hanna-Landstraße. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Wir machen zusammen Body Fit Intense. Einmal Ganzkörpertraining, Kraft und Ausdauer, am Ende ein bisschen Stretch. Bevor wir loslegen, dann keine Bitte, macht ein cooles Foto mit dem Hashtag Motivated by Fitness First. Dann einfach hochladen, am besten mich auch noch dazu taggen. Und ja, können wir sie uns austauschen. Ich würde mich freuen für Feedback, mir einfach schreiben, auf den Medien, Social Medias. Ja, mal gucken, wie es heute läuft für euch. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht so gut drauf, einfach mal locker machen, trinken, vielleicht nur gucken, zugucken, aufhören. Oder wenn ihr euch gut drauf seid, voll Gas geben. Immer die Variante nehmen, die dir am besten passt. Yes. Also entweder super hart, wenn ich dir zeige, mach das Ganze super hart, wenn es dir zu leicht ist. Dann einmal super schwer, leicht, wenn du merkst, was ich zeige, ist zu schwer. Oder den Mittelweg. Ich empfehle immer diesen Mittelweg. Der ist auf Dauer dann entweder anstrengender oder du kannst ihn auch durchziehen, wenn du nicht so gut trainiert bist. Aber wenn du wirklich merkst, so easy, gib Stoff hier. Oder nimm dich zurück. Gut, then let's start the training. Einmal beide Beine öffnen, Knie beugen. Leicht nach unten in die Kniebeuge gehen, deine linke Schulter nach vorne schieben, so weit wie du kannst, zurück, nach hinten, Schulterblatt zurückziehen, rechts, vor und zurück, bisschen schneller, links zurück, rechts zurück, 4, 3, 2, 1, gut, roll dich auf. Stell dich aufs rechte Bein, linkes Bein abspreizen. Rechts, links läuft mit dem Arm. Mach das ein bisschen schneller. Yeah, und spür, dass es jetzt vielleicht ein bisschen wackelig ist. Wenn du jetzt merkst, zu leicht, kannst du deine Augen zumachen. Wenn du jetzt merkst, es ist zu schwer, du kannst auch immer wieder einfach nur stehen bleiben und halten. Oder es langsamer machen. Oder kurz auftippen und dann wieder hochgehen. Ja? Gut, wechsel die Seite, andersrum. Fußspitze ran, Stand beim Beugen, guck, dass das Knie auf deinen zweiten Fußzeh zeigt. Und go, arms. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Oder Augen zumachen. Oder einfach kurz auftippen. Ja, auch okay. Je nachdem, wie du halten kannst. Cool, bleib stehen. Nochmal, setz dich ungefähr schulterweit. Ferse hat Gewicht. Fußspitze leicht heben. Linke Schulter, rechte Schulter. Linke Schulter, rechte Schulter. Linke Schulter, rechte Schulter. Roll ich hoch. Roll ich runter. Kopf, Schulter, Brust, Lende, Beine beugen. Roll ich hoch. Schulter zurück. Roll ich runter. Nochmal, roll ich hoch. Gut, bleib nochmal stehen, rechtes Bein auf dem Boden, linkes Knie geht hoch, lauf mit dem linken Bein nach vorne, hoch und nach hinten, hoch, vorne, nach hinten, hoch, vorne, nach hinten, rechter Arm geht dazu, linker Arm ist angespannt, zeig nach unten die Finger, Brust hoch, ja, Knie weit heben über deine Hüfte, wenn geht, und du merkst, es geht, linker Arm kommt, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oder vorwärts gehen und mal kurz auftippen, wenn du es brauchst. Vorwärts gehen, kurz auftippen. Aber wenn du es kannst oder auch nicht kannst, einfach üben, oben zu bleiben. So gut wie möglich. Ja? Try hard and you get better. Okay, löse. Nochmal hier runter. Buckel und wieder hoch. Setz dich. Buckel, wieder hoch. Setz dich, Buckel, wieder hoch. Nur setzen, bleib stehen. Nochmal, linke, rechte. 3, 2, 1, beide Schultern zurückziehen. Roll dich auf. Linkes Bein aufstellen, rechtes Knie hoch. Lauf, beide Hände anspannen, dann kannst du besser stehen. Guck nach unten auf einen Punkt. Dann kannst du auch besser stehen, wenn du die ganze Zeit hinher guckst, wird schwer. Bauch fest anspannen,
Dann linker Arm kommt dazu. Yeah. 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 Rechter Arm, linker Arm, rechter Arm, linker Arm, rechter Arm, linker Arm, rechter Arm. Got it. Got it. Wenn du merkst, geht schneller, mach's auch schneller. Oder Tipp auf, hoch, Tipp auf. Gut. Nochmal die Beine auseinander. Setz dich. Roll dich auf. Setz dich. Roll dich auf. Setz dich. Roll dich auf. So, next time, setz dich. Stütz dich. Nimm das linke Bein nach hinten, das rechte Bein nach vorne. Drück deine linke Hüfte fest in den Boden. Jo. Stretch den Popo zusammen. Hüfte vor. Ferse nach hinten, hintere Ferse nach hinten drücken. Aufrichten. Stretch hier. Okay, von hier aus geht das rechte Bein, das vordere Bein, zurück. Dann das andere Bein links, geht nach vorne. Nochmal kurz hier runterdrücken. Wenn du sehr trainiert bist und beweglich bist, kannst du vorsichtig nach hinten gehen, mehr in den Spagat. Wenn es nicht so gut geht, kannst du auch das Knie ablegen und da bleiben. Leichtere Variante. Gut, wer möchte, richtet sich noch mehr auf hier. Wichtig, einfach Po anspannen, Hüfte runterdrücken dabei. Knie hoch, Ferse nach hinten. Gut, nimm das vordere Bein wieder zurück und dann das rechte wieder nach vorne. Wechsel, Bein zurück, Bein nach vorne, Hüfte runter, aufrichten, Stütz. Zurück, nach vorne, aufrichten, tief. Zurück, nach vorne, aufrichten, tief. Zurück, nochmal, aufrichten, zurück. Aufrichten. Yes. Und Bein nach vorne. Aufrichten. Yeah. Rücke richtig anspannen. Brust raus, Schulter zurück, Nacken lang. Okay, du hast letztes Mal. Wir ändern das Ganze ein bisschen. Jetzt bleibst du hinter dem Stütz. Nimm dein rechtes Bein nach vorne, ja? Das rechte Bein ist wieder vorne. Nimmst aber das hintere Bein dahin, wo das vordere Bein ist. Ja? Nach vorne und zurück. Nochmal. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Wechsel. Andere Seite. Links. Links vorne, jetzt rechts hinten. An die Ferse ran. An die Ferse ran. An die Ferse ran. Zurück. Anderes Bein. Yes. Schneller. Eins, zwei, drei, wechsel die Seite, links, Gewicht nach vorne, vorne die Ferse belasten, gut, rechts und links, rechts, ran, zurück und links, ran, zurück. So, wenn du merkst, dieser Stütz ist dir zu lang und es geht nicht, du kannst hochgehen und eine leichtere Variante nehmen. Step, Kreuz, zurück. Step, Kreuz, zurück. Falls es wirklich zu schwer sein soll oder zu lang. Okay, einmal zurück, zweimal zurück, dreimal zurück, viermal zurück, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, beide Beine auf. Kurz mal hier reinsetzen. Es kann sein, dass das für dich zu tief sein sollte. Ja? Wenn du jetzt nicht auf der Ferse stehen kannst, ist es zu tief. Dann lieber hochgehen und da sitzen, wo die Ferse auf dem Boden ist, Fußspitze hoch. Ansonsten bleib hier unten. Brust nach oben rausziehen. Kurz mal hier halten. Oder in der Position halten, wo du es halten kannst. Ja? Gut. Stütz dich, roll dich auf. Wir haben noch eine Runde. Balance. Linkes Knie. Lauf, 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 lauf. Okay, das kann schon schwer sein. Wenn es zu schwer ist, leg wieder ab. Leg wieder ab. Wenn es zu leicht ist, dein Kopf geht nach rechts, links, Mitte, links, Mitte, links, Mitte, links, Mitte, links, Mitte, links. Okay.
Ja. 4. 3. Wechsel die Seite. Rechts hoch. Und laufen. Tief in die Nase einatmen. Durch den Mund ausatmen. Rechts, Mitte, rechts, Mitte, rechts, Mitte, rechts, Mitte, rechts. Wee, wee. Immer wenn das Bein nach vorne geht, geht dein Kopf zur Seite. Bein nach vorne, zurück. Bein nach vorne, zurück. Klappt? Gut. Nochmal die Beine öffnen. Knie nach außen. Setz dich. Looky, looky. What we're gonna do is squats 4 times, lunge 4 times, then change. Squats, lunge, squat, lunge. Yeah? Knie nach außen drücken, Fußspitze leicht anheben, drück hoch. 1, 2, 3, 4. Linkes Bein geht zurück, Hüfte zeigt nach vorne. 1, tap vor. 2, tap vor. 3, 4, Beine außen und Squat. 1, 2, 3, yeah. Rechtes Bein zurück, rechtes Bein zurück. Here we go. 1, tip 4, 2, tip 4, 3. Es gehört noch ein bisschen zum Warm-up. Für manche vielleicht auch nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt schon anfängst zu trainieren. Linkes Bein nach hinten. 1, tap, 2, tap, 3, tap, 4, Beine nach außen, 1, 2, 3, rechts zurück, go, 1, 2, 3, 4, Beine nach außen, pass auf, bleib flach, 1, 2, 3, 4, linkes Bein zurück, bleib flach, 1, 2, Hüfte zeigt nach vorne, Knie zeigt am zweiten Fußzeh. Komm nach vorne, beide Beine. 1, 2, 3. Jo. Bein zurück. Go. 1. Ich habe so einen Muskelkater, ey. Das tut alles jetzt schon weh. Wie ist bei euch? Pass auf, schwieriger. Tief, drück, tief, drück, tief, drück. Bein links zurück. Und tief, jump raus. Tief, jump raus, tief, jump raus, tief, Seite, tief, jump raus, tief, jump raus, tief, jump raus, rechts zurück und tief, jump raus, zurück, tief, jump raus, zurück, schließ die Beine, jump, spring, weg, beide Füße landen zusammen, beide Beine, go. 1, jump raus, 2, jump raus, 3, jump raus, 4, jump raus, links, 1, 2, 3. So, ich mache die ganzen Jumps, du kannst auch ohne Jumps machen. Jo, hindere dich nicht daran zu trainieren, nicht aufgeben, dranbleiben, dranbleiben, Wechsel. Ganz normale ist fein. Ansonsten die Jumps, wenn es zu leicht ist. Tief, jump raus, tief, jump raus. Wenn du bis jetzt immer richtig gejumpt bist, I trust me, dann brennt es jetzt schon gut. Gut, nochmal beide. 1, boom, 2, boom. Kann nur leicht rausspringen. Gut, rechts zurück. 1, jump raus, 2, jump raus, 3, jump raus. Gut, beide zweimal. 1, links zurück. Nach vorne. Rechts. Nach vorne. Hey. Hey. Geht noch. Lass es brennen. Schüttel ein bisschen aus. Hat ein bisschen gebrannt, oder? Hat ein bisschen gedauert, das Training gerade. Okay. Pass auf.
Wir haben am Anfang ein bisschen den Warm-up so gemacht, dass wir nach hinten gegangen sind. Step, dann hinten, zurück, zurück. Step, dann hinten, zurück, zurück. Okay? Wir machen jetzt eine kleine Ausdauereinheit. Geht eine Minute lang. Genau das, so schnell wie du kannst. So schnell wie du kannst. Sprich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 1 Tap zurück. Ready? 4, 3, 2, go. 1, 2, 3. Spring da rein, wenn du dich fit genug fühlst. Ansonsten mach die Schritte easy going. Du hast genau noch 45 Sekunden. Yes or no? Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie sieht's aus? 30 Sekunden. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ich muss nicht schwitzen, ich bin der Trainer. Ich muss noch später schwitzen. Wenn ihr dann nicht mehr trainiert, muss ich trainieren. Sekunden, komm. Ich bin noch dabei. Bisschen. Hopp, 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 hopp. Langsam geht auch. Okay, Beine nach vorne. Roll ich auf. Schüttel aus. Komm zurück zu diesem wunderschönen Beintraining von vorhin. Aua, aua. Aber dafür, wenn es aber macht, wird alles hart. Das wollen wir, oder? Tief. Drück raus. Knie zeigt den zweiten Fußzeh. Schulter wieder zusammenziehen. Brust raus. Kinn rein. Gut. Viermal hier. 1, 2, 3. Links zurück, links zurück. 1, tipp auf. 2, tipp auf. 3. Ja? Und zur Seite. 1, 2, 3, 4. Rechts zurück. 1, tipp auf. 2. So, entweder bleibst du jetzt dabei, machst du weiter. Oder machst die Jumps. 1, jump raus. 2, jump raus. 3, jump raus. Links zurück. 1, jump. 2, jump. 3, jump. 4, jump. Und beide. Wie hoch kannst du eigentlich springen? Aua! Wenn du mehr springst, tut's mehr weh. Trainierst mehr. Bein zurück. 1, jump. 2, jump. 3, jump. 4, jump. Nochmal. Links zurück. 1, 2, 3, 4. Beide. 1, 2, 3, 4. Rechts zurück. 1. Bisschen brennt. Höp. Höp. Beide. Kurz, kurz, kurz. Links. Kurz, kurz. Mitte. Nach hinten. Sch, sch, sch. Vorne. Hinten. Hinten, hinten. Mitte. Hinten. Bleib unten. Hier. Hold it. A. B, C, D, E, F, G. Schüttel aus. Schüttel aus. Gut. Mal kurz die Balance. Rechtes Bein. Linkes Bein. Und laufen. Jo. Mal einen richtigen Kreis nach vorne. Großer Kreis nach vorne. Wer braucht, gib ihm den Kopf. 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 Kopf.
4, 3, wechsel die Seite. Links aufstellen und linker Arm mit dem rechten Bein. Linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm alleine. Bup. Oder Kopf. Kucku. Kucku. Hello. Klappt das? Klappt das? 4, 3, 2. Come back to this one. Beine auf, Beine zurück. Rechts und links. Rechts, links, zurück. Links, rechts, zurück. 1, 2. 1, 2. Got it. Oder, du weißt Bescheid, du kannst jumpen. 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 Okay. Für manche ist es immer noch zu leicht. Dann gebe ich dir nochmal eine extra harte Aufgabe, um das noch härter zu machen. Ja, dann bleiben wir einfach so dran, ja? Entweder langsamer oder gesprungen schneller. Alle anderen, die es wirklich hart wollen, die machen das. Jump. Jump. So, dass das Bein hier nach vorne geht. Nach vorne. Nicht mehr hier hinten, sondern nach vorne. Bitte sei vorsichtig dabei. Wenn du nicht so fit bist, lieber ein bisschen die leichtere Variante machen und dich nicht verletzt. Also wenn du weißt, hey, es geht bei dir easy, gib ihm. Jump hier, zurück. Jump hier, zurück. Was natürlich noch härter wäre, von hier rüber, 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 rüber. Für all die Turner oder super Trainierten. Tschup, 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 tschup. Yeah, gut, Minute vorbei. Wir gehen noch einmal hoch, beziehungsweise in die Kniebeuge, in die Lunges. Setz dich. Knie nach außen. Guck mal, und jetzt einfach nur so hockst, ohne die Muskeln anzuspannen, um deinen Körper hochzudrücken, trainierst du nicht. Dann dehnst du ein bisschen, das ist auch gut. Aber jetzt wollen wir nicht dehnen, wir wollen trainieren. Das heißt, drück das Knie nach außen, aktiviere dein Popo, spann ihn an, heb die Brust. Schulter zurück. There you go, there's the difference. Gut, squat it. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, das linke Bein zurück. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, Mitte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, Bein zurück. Eins, zwei. Knie zeigt zum zweiten Zeh, mal drauf achten. Nochmal weiter. Jump it. Jump it. Wer will, kann die Beine öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen. Bleib hier. Links zurück. Eins, jump. Zwei, jump. Drei, jump. Vier, jump. Raus. Eins, jump. Zwei, jump. Drei, jump. Vier, jump. Rechts. 1, 2, 3, 4. Beide. Ganz normal. Wer möchte. Links zurück. Oder Jump. Oder Schritt. Wechsel. Gut, rechts zurück. 1, 2, 3, 4. Bleib in der Mitte. Halt. Anspannen. Rausdrücken. Po anspannen, Brust hoch. Halt. 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 Du hast genau noch 15 Sekunden zum Halten. This is nothing. You can do it. You will do it. Spann die Muskeln nochmal an. Brust hoch. Knie nochmal raus. Popo anspannen. 3, 2, 1. Gut. Relax. No relax. Because I want you to do diesen Ausfallteil, ja? Diesen Cardio-Teil. Nochmal hier hin. Schritt, tap. Zurück. Schritt, tap.
zurück oder Schritt nach vorne durch, zurück, zurück. Schritt nach vorne durch, setzen, zurück, zurück. Ja, je nachdem, wie du es hinkriegst. Oder wenn du es noch ganz schwieriger willst, machst du einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Ab jetzt, 1 minute. Go, 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 go. Ja oder nein? Du, du, du. Come on, come on. Tap, leichte Variante. Yeah. Le. Le. Oder ein bisschen schwieriger. Gejumpt. 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 Oder nach vorne gejumpt. Nach vorne gejumpt. Durchgejumpt. Oder die Schultern brennen schon hart, ne? Oder du machst hier rechts, links. 10 Sekunden. Jetzt zähl, was du machst. Jetzt zähl, was du machst. Komm. Jetzt machst du dich stärker. Wenn es brennt, wenn es durchziehst, wenn es am schwierigsten ist. Good job. Geschafft. Hey. Komm nach unten. Knie, Knie ablegen. Ich bin hier ein bisschen zu weit vorne. So. Von hier aus dreh dich. Einmal beide Hände schulterweit aufstellen oder ein bisschen weiter schulterweit und die Hände so leicht aufdrehen. Ja, like a pistol bang. Schulter zurückziehen, Nacken lang. Here we go. Down, press. Down, press. Du machst jetzt genau 32 Stück. Jung. Du hast noch 28 Stück. Pass auf, dass du die Schultern hinten hältst. Ja, dass du hinten hältst und nicht, dass sie hochgehen oder nach vorne gehen. Bauch ist angespannt. Okay, 16 Stück, nur ein bisschen anders. Renegade Push-Up. Down und drück dein Schulterblatt an die Wirbelsäule. Fest an die Wirbelsäule ranziehen. Fest an die Wirbelsäule ranziehen. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Wenn nicht mehr kannst, einfach nur halten. Oder hier auf den Füßen halten. Okay. Löst kurz. Brust raus. Tief einatmen. Feel the stretch. Vorderseite Schulter. Brust, Rippen. Vielleicht Bizeps. Okay, komm auf die Seite runter, komm auf den Bauch. Übung, du willst deine Arme immer über den Kopf kriegen. Ja, also nicht nur bis hier, sondern wirklich nach oben über den Kopf, so weit wie du kannst. Deswegen musst du deinen Blick auch nach unten halten, dann geht es leichter. Wenn du so machst, ist der Kopf höher, werden die Arme nicht so hoch. Gut, pass auf. Beine aufdrehen. Wenn du Rückenschmerzen hast, einfach unten lassen. Wenn du keine Rückenschmerzen hast, Beine mit nach oben nehmen. Hoch, hoch, zurück, zurück. Hoch, hoch, zurück, zurück. Atme aus, atme ein, atme aus, atme ein. Aber wenn du merkst, deine Arme wollen nicht höher, dein Ziel ist es trotzdem immer ein bisschen mehr, den Arm hochzuheben. Yeah. Pass auf, bleib hier, hacken, hacken. Hacken, hacken. Wenn du merkst, geht nicht mehr, einfach hier hacken. Oder hier hacken. Yes. Um mal die Arme kurz, die Schulter zu entspannen. Wenn du wieder kannst, gehst du wieder dahin. 4, 3, 2. Leg ab von vorne. Hoch, hoch, zurück. Hoch, hoch. Zurück. Yeah. Hoch, hoch, zurück. Ja. Ausatmen. Einatmen.
Bleib hier, hacken. Oder hier hacken. Oder hier hacken. Wenn dein Rücken weh tut, einfach die Beine runterlegen. Bauch fest dagegen ziehen. Gut, löse. Noch eine Runde. Push-ups und Renegade Push-ups. Hände aufdrehen, Schulter zurückziehen, Nacken lang. Down, press, down, press. Kipp dein Becken so, dass du leicht, wenn du dir vorstellst, du hast hier eine Lichtstrahl, der sollte nach oben zeigen. So dein Becken kippen, dass dein Bauch angespannt ist. Gut, push and renegade. Pull. Okay, push, pull. So, hier ist wichtig, dass du wirklich dein Schulterblatt aktivierst und an deine Wirbelsäule drückst. Ausatmen, ziehen. Einatmen, runter. Acht mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt. Halt. Bauch quetschen. Arme Richtung Bein drücken. Nacken lang machen. Eight. Seven. Six. Five. Four. Cool. Löse. Einmal noch runter auf die Seite. Auf den Bauch. We go back to the Rückentraining. Brust hoch, Beine hoch, hoch, Arme zurück. Atmen aus, atmen ein, atmen aus, atmen ein. Schön die Luft rauslassen aus dem Mund. Mit der Lippe abbremsen. Pass auf, das Tempo wird gewechselt. Du gehst ein bisschen schneller hoch und hältst, ja? Hoch, Hals. Leg ab. Nochmal. Hoch, Hals. Leg ab. Go again. Hoch, Hals. Und falls du Rückenschmerzen hast, Beine unten lassen und dann nicht so ruckartig arbeiten. Weniger hochgehen. Nochmal. Hoch, Hals. Leg ab. Hoch, Hals. Leg ab. Explodier, explodier. One more. Hopp. Hacken oder backen. Ja, lieber den Arm zurück, wenn es nicht geht. Arms nur. Eight, seven, six, five. Gut, löse. Einmal umdrehen. Roll dich zurück. Stell die Beine hüpfend auf. Wir fangen an mit dem Crunch. Dann gehen wir rüber zu einem seitlichen Plank. Also erstmal isoliert trainieren den Bauch, dann integriert trainieren. Arme nach hinten. Kopf in die Hand rein. Crunch up. Down, down, down. Nochmal. Crunch up. Down, down. Nochmal. Crunch up. Down, down. Again. So, die Hüfte geht jetzt nach oben. Crunch up. Ein Reverse Crunch nennt sich das. Gibt auch andere Namen. Je nachdem, welcher Trainer welchen Namen gibt. Ferse eng zum Po. Cool. Beides zusammen. Total Crunch. Unter- und Oberkörper zusammen. Yes. Ab aus. Ab ein. Boom, boom. Gut, rechts, links, rechts, links. Rechte, linke, rechte, linke. Du kannst die Fußspitze ranziehen oder du kannst sie auch aufzippen, Bauchnabel reinziehen. Wichtig ist jetzt, dass du wirklich diagonal nach oben hebst, nicht, dass du in die Seite wälzt. Das macht einen großen Unterschied. Weil jedes Mal hochgehst, hast du mehr Widerstand. Wenn du rüberrollst, hast du weniger Widerstand. Weniger Training. Ja? Okay, Total Crunch. Acht. Sieben. Sechs.
5, 4, 3, 2, links, rechts. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hey, gut gemacht. Dreh dich auf die Seite. Schulter weg, zurücken. Beine zusammen, Bauchnabel rein. Guck, dass dein ganzer Körper eine Linie ist, eine Plank. Hoch und tief. Arm, Schulter weg vom Ohr. Wegdrücken. Ja. Rippen reinziehen. Du hast noch 12, 11. So hoch wie du kannst, heben und ablegen. Schön die Spannung reinziehen und dann wieder wegnehmen. Come on, come on. Atmen aus, atmen ein. 4, 3, 2, halt. Spannung ist an, Rippen, Bauch. Okay, los. Wechsel die Seite. 4, 3, 2, Hüfte hoch. Komm, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wie sieht's aus, Ladies and Gentlemen? Easy going heute, oder? Naja, nicht ganz easy. Intensity war da. Atmen aus, atmen ein, atmen aus, atmen ein. 3, 2, halt. Halt, halt, halt fest. Feste Rippen oben und unten. Schulter weggedrückt. Gut. Lös. Dreh dich nochmal auf beide Unterarme. Beide Beine strecken. Bauch fest. Möglichkeit jetzt Nummer 1. Knie ranziehen, es leichter haben und hier stützen. Buckel machen. Leichte Variante. Mittlere Variante. Hier halten, Bauchhandspann und Po zusammen. Oder schwierige Variante. Du machst immer Jump, Jump, halten. Jump, Jump, halten. Jump, Jump, halten. Jump, Jump, halten. Drei Jumps, ein Halten. Fest anspannen. Jedes Mal, wenn du springst und landest, jetzt mal einen kurzen Moment den Bauch quetschen. Eins, quetsch, zwei, quetsch, drei, quetsch. Yes, hier. Quetsch, quetsch, mehr quetschen. Quetschen, quetschen, mehr quetschen. Ja. Es klappt, es klappt, es klappt. Bleib dran, gleich zu Ende. Gleich zu Ende. 20 seconds. Ab jetzt. Hey. Don't give up, don't give up, don't give up. Schulter nochmal nach hinten justieren. Komm. 3, 2, 1. Gut, los. Hey, schüttel mal aus. Kurzer Stretch. Rechtes Bein nach vorne, Hüfte nach vorne drücken. Links, feel the stretch in the hips. Wenn du mehr brauchst, greif hinten das Bein. Oder greif über Kreuz. Dreh dich nach rechts dann, wenn du willst. Muss aber nicht. Das ist genügend, wenn du hier bist und es hier dehnt. Kneif den Po zusammen. Schon wieder trainieren hier. Wechseln. Andere Seite. We did a good workout, denke ich. Mittlere Intensität. Ja, ist ein bisschen schwieriger mal mit Intensität. Ein bisschen höher als Mittel. Hey, auf jeden Fall, egal welche Variante das war für dich, you did it good. Ich bitte euch darum, vielleicht nochmal ein kleines Foto zu machen und dann auf Instagram hochzuladen mit dem Hashtag MotivatedByFitnessFirst.
am besten mich noch taggen. Den Alex, den Trainer. Stütz dich. Die Beine auseinander. Popo rausstrecken. Kurz nach links krabbeln. Da, wo du kannst greifen. Kurz nach rechts krabbeln. Da, wo du kannst greifen, ranziehen. Flanke dehnen. Oder Oberschenkel dehnen hinten. Oder innen. Schließ die Beine. Mach einen Buckel. Unteren Rücken dehnen. Roll dich auf. Kreis die Schulter. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Kopf zur Seite. Schulter runter. Arm nach vorne. Schulter vordrücken. Zieh ganz weit nach vorne. Reiß nach vorne, bis du merkst, es dehnt hier am Schulterbereich oder am Bauchbereich. Bauch angespannt. Immer noch. Wechsel. Vorziehen. Drück, 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 drück. Kopf zur Seite, Schulter runter. Hey, Brust raus, nochmal einatmen. Handflächen zusammenbringen. Schaffst du, indem du die Schulter aufdrehst. Gut, Tricep Stretch. Zieh mal in die Flanke, nimm das gleiche Bein von dem Arm, den du ziehst, zau nach hinten. Rechter Arm durch das Bein hinten. Wechsel. Gut, nochmal Knie hoch. Ferse zum Po, Hüfte vor. Nacken lang. Abschluss kannst du nochmal die Augen zumachen, wenn du willst. Muss nicht. Wechsel. Gut. Hey, Applaus für euch. Vielen lieben Dank. Ich bin Alex. Das war das Training mit mir, Body Fat Intense. Bleibt aber dran. Nächste Woche geht's wieder weiter. Dann bis dann. Keep it real. Stay with the fight.